Experimentelle Verfahren beim Prostatakarzinom. Diese Verfahren werden nach der S3-Leitlinie vom April 2018 noch als experimentell eingeordnet. Das erste, was ich hier aufgeführt habe, sind die fokalen Therapien. Unsere Standardtherapie bei der Operation und bei der Bestrahlung behandelt immer die gesamte Prostata und nicht, wie wir das bei manchen anderen Tumorentitäten machen, nur den Tumor mit Sicherheitsabstand. Und das liegt daran, dass wir mit den aktuell möglichen Bildgebungen nicht in der Lage sind, sicher auszuschließen, dass an der Stelle, wo ich nichts sehe, kein Tumor ist. Sodass bisher die Daten zeigen, dass diese fokalen Therapien schlechter sind bezüglich der Tumorkontrolle. Es kann sein, dass zukünftige Daten zeigen, dass es doch gleichwertig ist. Dann wird es vielleicht auch in der Leitlinie wieder auftauchen. Bis dahin keine fokalen Therapien. Dann gibt es diese drei Therapien. Die HIFU, das ist ein hochintensiver fokussierter Ultraschall. Die IRE, irreversible Elektroporation. Und die PDT, die photodynamische Therapie. Bei allen dreien haben wir aktuell noch nicht genügend Studien, um sagen zu können, wie gut sie wirklich sind. Wir wissen nicht, sind sie gleich gut wie eine Operation oder Bestrahlung oder vielleicht besser oder vielleicht schlechter. Das heißt, die Empfehlung ist ganz klar, Patienten sollten nur innerhalb von Studien mit diesen drei Therapien behandelt werden und aktuell auch nur bei einem lokal begrenzten Prostatakarzinom. Hyperthermie und Kryotherapie sollten nach aktueller Datenlage noch nicht in kurativer Intention beim Prostatakarzinom angewandt werden, weil unser aktuelles Wissen nicht gut genügend ist, um zu sagen, dass man sie anwenden kann.